Gewaltig früh, am frühen Morgen ertönen seltsame Geräusche. Die lästigste Erfindung des Menschen, der klassisch klingende Wecker, ist längst abgelöst durch das Gedudel moderner Smartphones. Das Ergebnis allerdings bleibt das gleiche. Um 3.30 Uhr in aller Herrgottsfrühe stehen wir mit unserem Fahrrad im Kofferraum auf dem Autohof vom Reiseunternehmen Launer in Wörth. Der Fahrradbus nach Italien wartet genauso wenig wie der Airbus nach Abu Dhabi. Der Busfahrer ist in guter Form, aber natürlich sind es zwei, nämlich die Petra und der Peter Launer. Das Team wird vervollständigt durch vier Reiseleiter. Eigentlich sind es nur zwei, aber die arbeiten beide für zwei. Nämlich der Dominik und der Paul. Dominik stimmt dann immer das jeweilige Wetter des Tages mit oben ab. Der Italiener als solcher ist ja eher klein gewachsen und gelegentlich unrasiert, aber Gardasee, wir kommen. Um 1350 in Peschiera eingetroffen, holen wir die Pferde aus dem Stall, setzen unsere Hüte auf und kurbeln los in Richtung Mantova. Beim ersten Infostopp am Gardasee brummelt eine dunkle Wolke auf uns herab, als wolle sie sagen: Schaut mich nochmals an, für den Rest des Trips seht ihr mich nicht wieder. Ja, das wird wohl wahr sein. Kaum haben wir die Festung passiert, fängt es an zu nieseln und will für eine ganze unverschämte halbe Stunde einfach nicht mehr aufhören. So eine Frechheit. Am Minzio-Fluss entlang, der den Gardasee entwässert, sind wir ganz zwanglos unterwegs. Der Einrolltag ist gut getroffen. Thank you.
Mantova liegt sehr idyllisch, umgeben von drei miteinander verbundenen Seen. Nach Besichtigung der Innenstadt retten wir uns gerade noch rechtzeitig in den Bus, bevor es zu schütten anfängt. Das Gewitter will einfach nicht locker lassen. Nach dem Frühstück im Hotel Eden starten wir um 0900 los. Es soll eine längere, friedliche Etappe werden. Das Wetter ist italienisch, zum Heldenzeugen. Wir folgen zunächst dem Minzio-Fluss, dann erreichen wir den Po, Italiens größten Fluss. In der Po-Ebene, hier in der Emilia-Romagna, ist das gute Essen zu Hause. In dieser fruchtbaren Region waren zu allen Zeiten die besten Rohstoffe für leckere Produkte zu finden. Weit über Italiens Grenzen hinaus bekannt. Wir lassen rollen, sind gut organisiert, halten hier ein Schwätzchen und da ein Schwätzchen und schon ist Mittagspause am Launerbus, der auf uns gewartet hat. Sogar das italienische Fernsehen ist beeindruckt.
immer unmittelbar am Damm entlang, der das Wüten des Minzio aufhalten soll, kurbeln wir uns voran, bis wir Modena erreichen. Am Maserati-Hauptquartier vorbei strömen wir dem Duomo entgegen und verschaffen uns einen kurzen Überblick über diese lebendige Stadt. Am Abend müssen wir uns sorgfältig durchkonzentrieren. Morgen steht die schwerste Etappe auf dem Programm. Ein italienischer Morgen steht auf dem Programm. Besuch bei Ferrari in Maranello. Italienische 22 Grad, sonnig. Um 9.30 Uhr haben wir unser Ferrari-Foto gemacht und nun beginnt die Königsetappe. Um es kurz zu machen, wir reißen uns den Arsch auf. Von Maranello geht es nach Abetone. Wer die Nummer komplett durchzieht, kommt auf weit über 2000 Höhenmeter. Der Ablauf ist gut organisiert. Wer unterwegs aussteigen will, der kann einsteigen. Der Bus ist immer in der Nähe. Wer es ruhig angehen lässt und gut einteilt, ist immer im Vorteil. In der Ruhe liegt bekanntlich die Kraft, aber in der Höhe das Wetter. Es fängt an zu regnen, kühlt ab und wird ungemütlich. Es hört bald wieder auf, um dann von neuem anzufangen. Das Wetter weiß halt nicht, was es will. Einige steigen früh in den Bus, andere erst nach 1700 Höhenmetern. Ein paar ganz Verwegene gönnen sich das vollständige Programm.
darunter die beiden Frauen, die Angela und die Heidi. Ohne E-Unterstützung. Hut ab! In den Bergen geht die Sonne am liebsten auf. Ist man auf Passhöhe, geht es nur bergab. An diesem Tag zischen wir genau dahin, hinunter. Das läuft flott und super und das erste Highlight ist eine der längsten Hängebrücken der Welt.
wollen mal sehen, wie gut ein Biker zu Fuß unterwegs ist. Yo! Mittlerweile haben wir die Emilia-Romagna verlassen und sind in der Toskana angekommen. Nachdem wir alle Brücken erfolgreich passiert haben, erreichen wir Lucca. Ein Toskana-Städtchen mit einer Unmenge an Kirchen und natürlich auch an Menschen. Nach einer halben Stunde setzen wir den Trip fort. Wir sind ja auf Rad und nicht auf Städtetour. Die Universitätsstadt Pisa mit seinen Elitehochschulen liegt am Weg. Dem Wahrzeichen, dem schiefen Turm, wollen so viele Menschen ihre Aufwartung machen, dass man ihn gar nicht sehen würde, wenn er nicht so hoch wäre. Ein Teil der Gruppe lässt es gut sein für heute und der Rest kurbelt die verbleibenden 30 Kilometer weiter bis ins Hotel nach Livorno. Die Tour führt durch die Marina Pisa, wo der Arno mit dem Meer fusioniert. Und dann müssen wir noch ein paar Kilometer üppigen Verkehr überstehen, bevor wir in Livorno einchecken können. Thank you.
Livorno umfahren wir mit dem Bus. Kaum haben wir den Hut auf, fängt es an zu tröpfeln. Regenkleidung raus, gute Entscheidung. Es regnet immer wieder, dann ständig. Aber ein Ständchen für unser Geburtstagskind singen wir noch. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn sei auch mit dabei. Viel Glück und viel Segen auf all deinen Wegen. Gesundheit und Frohsinn. Oh, danke schön. Ja. Ein Platten kann uns nicht aufhalten, der zunehmende Regen auch nicht. Der Trip wird zum Turn. Ein weiterer Platten mit Riesenloch hält uns zwar länger auf, aber wir schaffen es dann doch noch in ein Café. Anschließend gibt es Maultaschen zu Mittag. Die schwäbische Kaffeemaschine bringt neue Power und ein paar Verwegene fahren anschließend noch 60 Kilometer weiter mit dem Bike. Mittlerweile hat der Regen aufgehört. Jetzt schifft es. Dadurch wird man Zeuge des italienischen Straßentsunamis. Rechts das Meer, von oben das Meer, von vorne und von unten sowieso und dann noch von den entgegenkommenden Autos. Sozusagen eine Rundumversorgung. Die Bikes werden gewaschen. Wir bleiben verschont. Vorerst. Ein paar Kilometer schaffen wir. Dann müssen die Regenklamotten wieder herhalten. Diesmal aber nicht so schlimm. Dafür später aber noch einmal.
wir sind in einer typischen toskanischen Landschaft unterwegs. Ein anständiger Anstieg, eine flotte Abfahrt. Das wiederholt sich noch zweimal, dann rollen wir gelöst zur Mittagspause mit italienischem Vesper. Wir sind im Tunnel auf einem kurzen Abstecher zum Porto Santo Stefano. Von hier aus startet die Fähre zur Insel Giglio. Von hier sind es noch knapp 40 Kilometer bis zum Tagesziel. Dazwischen passieren wir zunächst das Naturschutzgebiet zur Marina Montalto, dann eine Ferienanlage. Nach dem Ausrollen ist es dann klar: Rom, wir kommen!
Heute wird es wahr. Aufbruch nach Rom. Eine Woche harte Arbeit und wir dürfen uns nun auf die ewige Stadt freuen. Am Airport Rom findet dann die letzte Mittagspause der Tour statt. Wir erreichen das Ortsschild von Rom und bereiten uns auf eine mögliche Audienz mit Papst Franziskus vor. Der Verkehr wird immer dichter und durch Rom mächtiger. Unser Verkehrsleitsystem aber bringt uns problemlos direkt zum Petersplatz. Ziel erreicht. Rom selbst ist ohne Worte. Alles andere steht in einem Reiseführer. Wir bedanken uns beim Dominik, der unermüdlich die Kurbel gedreht hat und immer den richtigen Weg gefunden hat. Dann bedanken wir uns beim Paul, der sowohl am Anfang als auch am Ende des Feldes zu finden war und immer dafür gesorgt hat, dass nie einer verloren geht. Wir bedanken uns auch beim Peter, der den Bus für die Aussteiger immer an der richtigen Stelle platziert hat.
Ganz besonders bedanken wir uns bei der lieben Petra, die nicht nur dafür gesorgt hat, dass immer genug Wasser im Kanister war, sondern auch Wein auf dem Tisch stand. Und natürlich die zugehörige Brotzeit. Und die mit ruhiger Hand den Bus durch halb Europa gelenkt hat.